Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hi Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Ja, und wir zocken heute Trove. Ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt kostenlos abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, da verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, ich habe ein neues Kostüm für den Schattenjäger entdeckt, dieses hier. Und mir hat es halt irgendwie gefallen, statt die anderen Kostüme. Die haben mir irgendwie nicht so gefallen, besser dieses hier. Und ich habe ja, schon vieles. Mir fehlt nur noch 450 Roboter-Halbmetall und 50.000 Flugs. Und heute will ich Roboter-Halbmetall farmen, aber nicht mit meinem Revolver-Helden, sondern mit dem Schattenjäger. Weil ich habe mit dem Schattenjäger über 1 Million Leben erreicht. Und ich mache mit dem jetzt irgendwas mit 19.000 Damage. Keine Ahnung. Oh, ups. Ne, fast 19.000 physischer Schaden. Mein Schattenjäger hat mehr Leben als mein Revolverheld, aber mein Revolverheld macht mehr Schaden, also magischen Schaden, als mein Schattenjäger. Also gehen wir jetzt mal in Neon City. So, ja, da sind wir auch schon. Jetzt suchen wir halt uns ein paar Dungeons. Okay. Nice. Eine finsterne Seele, mir gefällt's. Nächster Dungeon. Ich setz mal so eine solche kleinen Minen, sage ich jetzt mal, die Gegner einfrieren. Oh, da ist ein Rezept. Das gönne ich mir gleich, wenn ich den Dungeon hier geholt habe. Geht viel schneller mit dem Schattenjäger. Da. Und ich habe so eine Kiste bekommen mit 220 Plasmium. Oder habe ich noch ein Rezept bekommen? Ja, super. Ich hab zu schnell geklickt, ich habe nicht gesehen, was ich bekommen habe. So, hier ist der nächste Dungeon. Einmal hier alle Gegner töten. Und den Boss. Das ist jetzt kein richtiger Boss, das ist so eine Wellen-Dingsbombs. Keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, hier ist ein großer Dungeon und hier kommt irgend so ein keine Ahnung, wie der heißt. Hab den Namen vergessen, aber er kommt immer vom Himmel geflogen. Nice. Jetzt kommen hier alle hoch. Na komm du. Oh, hier ist dieses Dingswürfel. Ach man, keine Ahnung wie das heißt. Die erste Welle. Hier ist der Boss, glaube ich. Ja, nice. Oder nee, doch nicht, doch nicht. 500 Flugs und 500 Cupids. Und hier geht's noch weiter. Und da ist der Endboss. Und geschafft. Oh, mein Inventar ist voll mit Items. Oh, ja gut. Warte, dann schmeiß ich mal kurz dieses Item hier weg. Sammel das auf. Dann schmeiße ich mal kurz dieses hier weg. Nimm das auf. Nein, ich wollte das Rote aufsammeln. So. Perfekt. Jetzt brauche ich mal ein Grundstück. Ach, hier ist ein Grundstück.
Jetzt alles verkaufen. 400 Flux und 200 Flux, nice. Ich wollte Rezept Dungeon. Aber zuerst mache ich diesen Dungeon kurz und fertig. Winterlicher Wachhund, okay. Oh, da ist doch ein Rezept-Dungeon. Und ich bekomme Rohreckstück. Alles klar. Ein Schallplattenspieler mit Kopfhörer. Oh, ich bin fast tot gewesen. Nice. Oh, nein. Na komm. Perfekt. Perfekt. So, der nächste Dungeon beendet. Und ich habe irgendwas bekommen. Wieder dieses Sternglanz-Pinata, die nichts bringt. Außer nur ein bisschen Flux, ein bisschen Items oder so. Und da ist wieder so ein Rezept. Da sind sogar zwei. Und ich bekomme eine Grenzlandkamera. Alles klar. Und zum nächsten Rezept-Dungeon. Genoms. Was? Genoms. Sperado? Alles klar. Wieder so ein Wellending. Na komm. Niemand läuft in meine Mine rein. Oh, da kommt wieder so ein Typ vom Himmel. Den muss ich erstmal besiegen. Nice. Nein, ich will nicht angeln. Lol, was ist das denn für ein Boss? Den habe ich ja zum ersten Mal den sehe ich zum ersten Mal. Und wieder 100 Flux und nee, nur 100 Cubits und wieder ein Sternglanz Pinata, Alter. Nee, Mann. Was bekomme ich? 10 vom Steinerz und Formizid-Erz. Alles klar. Ja, der Boss ist hier. Ja, nice. Ah, da ist mein Inventar voll. Ja, fast. Macht schon Spaß. So, Boss besiegt. Oh, eine Chaos-Tour habe ich bekommen. Muss ich gleich mal öffnen, da unten ist sie. Und ich bekomme 202 Flux, das ist gut. Wow, was für ein Boss. So, ich glaube. Ja, nur noch einen Inventarplatz habe ich. Ja, und der wurde auch gefüllt. Lol, hier ist eine Katana. Oh, alles klar, sehe ich zum ersten Mal im Spiel. Na komm her, da. Und alles verkauft wieder. Jetzt gucke ich mal, wie viel Flux ich habe. 4000. Deswegen ist es etwas. Nice.
So, der nächste Dungeon. Und besiegt. Jetzt habe ich wieder 100 Cubits bekommen und einen Sternglanz-Pinata. Wow. So, was bekomme ich wieder? Und ich habe 100 Flux und 10 Infinium Arts bekommen. Nice. Ja, sorry Leute, dass ich nicht viel sage, aber was soll ich auch großartig hier sagen? Weil ich farm hier gerade eh nur für ein neues Kostüm für den Schattenjäger. Also warum soll ich dann die ganze Zeit nur reden? Ich habe auch keinen Plan, was ich sagen soll. Und hier ist der Boss. Ich glaube, ich sollte mal demnächst die Aufnahme beenden. Ich nehme schon über eine halbe Stunde auf. Sehe ich hier gerade auf meiner Uhr, weil ich gerade keine Stoppuhr habe. Und hier ist wieder so ein Typ vom Himmel gefallen. Ja, und jetzt suche ich mir mal kurz ein Grundstück und beende mal die Aufnahme. So, noch erstmal alles verkaufen. Perfekt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ja, und sorry nochmal, dass ich nicht sehr viel reden konnte. Ja, und wir sehen uns dann mal im nächsten Video. Tschüss!